Hallo zusammen, heute stelle ich euch den SIC Raptor V3 Wing vor. Wir hatten euch die erste Version dieses Wings ja schon auf der Website auch vorgestellt. Die neue Version hat sich komplett geändert oder sehr stark geändert, könnte man sagen. Erstmal gibt es neue Größen, das heißt, es wurden Zwischengrößen eingeschoben, dass wir also 0,5er Abstufung haben. Es gibt den Wing jetzt in Größen von 2,5 bis 7,0. Und dann hat sich aber auch das komplette Design letztendlich geändert. Der erste Raptor war ein Wing, der eine sehr, sehr hohe Spannweite hatte, eine hohe Aspect Ratio, weil er auch eine kurze Mittelstrut hatte, also sehr gestreckt letztendlich war. Und das hat sich bei dem deutlich geändert. Es wurden mal so bummelig 25 cm gekappt, was die Spannweite angeht. Dafür wurde die Mittelstrut ein bisschen länger, der Wing ist also ein bisschen kompakter geworden. Das hat man natürlich auch gemacht, dass der Wing besser rotiert und beim Anpumpen auch mit den Flügelspitzen nicht so schnell im Wasser hängen bleibt. Mittlerweile ist er also, was die Outline angeht, so im ganz normalen Bereich, knapp über 30 Spannweite angekommen. Der Wing hat jetzt auch Fenster bekommen, das war beim Vorgänger auch nicht der Fall. Die sind zwar relativ klein, sind was die Positionierung angeht, aber in Ordnung. Man hat einen okay Korridor, würden wir sagen, so beim Durchgucken nach Lee. Zur Sicherheit sollte man immer unter dem Wing einmal durchgucken, gerade an vollen Spots, aber es hilft auf jeden Fall. Der Wing hat, was das Profil angeht, nicht so ein super tiefes Profil, auch eher flach hier im vorderen Bereich. Vorne relativ gespannt das Profil, hinten dann so leicht locker an der Trailing Edge. Da sind noch so Mini-Battens eingearbeitet, dass es so ein bisschen besser stabilisiert ist und dass er auch nicht flattert bei mehr Wind. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Vielleicht noch kurz einmal auf die Unterseite rüber geguckt. Und zwar, auch da sieht man eine wesentliche Neuerung, nämlich das Griffsystem. Vorher hatte der Wing ja die recht schmalen, weichen Handles, die natürlich immer das Problem bergen, dass man die Hände nicht so gut verschieben kann seitlich, dass man manchmal genau zwischen den Griffen greifen möchte. Und dieses Problem gibt es natürlich mit diesem System nicht mehr. Deswegen wechseln ja auch immer mehr Marken auf diese kleinen Handles sozusagen. Das heißt, ihr könnt euch frei bewegen hier, ihr habt sämtliche Positionen zur Verfügung. Ihr habt jetzt natürlich keine Mittelposition, das heißt einhändig fahren ist in diesem Fall jetzt nicht drin. Aber trotzdem passt die Position insofern, dass ihr gut die Position einstellen könnt, unabhängig von Körpergröße und Gewicht da greifen könnt, wo ihr es eben auch müsst. Auch der Durchmesser und der Grip hier oben haben uns gut gefallen, das hat alles wunderbar gepasst. Vielleicht die übrige Ausstattung noch einmal kurz angeguckt. Wir haben hier vorne eine sehr steife und auch gut dimensionierte Fronthandle. Die hat einen ganz guten Kontakt auch zum Wing. Wenn ihr ihn driften lasst, habt ihr eine gute Kraftübertragung. Das ist ja längst auch nicht bei allen Wings der Fall. Zudem ist sie hier noch so hinterlegt mit so einem Neopren-Patch. Das passt in unseren Augen gut. Zum Lieferumfang gehört noch die Leash auch dazu. Die hat ebenfalls gut gepasst. Ist so eine leicht dehnbare Leash, Klett und so weiter, Länge. Alles tadellos. Ein Blick noch aufs Ventilsystem. Wir haben hier an der Front Tube das Standardventil und wir haben hier auf der Mittelstrut nochmal ein zweites. Das heißt, ihr müsst beim Aufpumpen einmal umstöpseln. Das ist also kein One-Pump-System hier verbaut. Beim Entlüften bekommt ihr durch diese zwei Ventile aber auch die Luft dann entsprechend schnell wieder raus. Und ja, last but not least vielleicht noch einen kurzen Blick hier auf die Nähte und den Schutz der Nähte. Der ist ebenfalls gut gelungen. Wir haben hier vorne diese Kunstleder-Patches aufgenäht über die eigentlichen Nähte. Und auch die Wingtips haben uns soweit ganz okay gefallen. Wir haben hier einen Kunstleder-Patch. Die Naht hier ist auch gecovert. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Wie der Wing fährt, lest ihr auf der Website. Bei Fragen gerne kommentieren unterhalb des Videos. Wir antworten euch gern. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.